Hallo, was geht ab? Läufst du auch? ASMR, Jodie. Soll ich die ausmachen, die Klimi? Nein, mir ist kalt. Ich habe richtig Angst. Vor was? Ich habe das ein, zwei Mal gesehen und das war so voll emotional. Und ich habe nicht den emotional stärksten Tag heute. Damn. Okay, wie geht's dir? Ganz gut gerade. Dir? Du hast gerade gesagt, du hast nicht den emotional stärksten Tag. Das Ja, ist aber gar das nicht war, weil gut. ich aus Langeweile mich dazu entschieden habe, die letzten 2 Tage Zu saufen. ja, abends ein Bier zu Oh trinken. nee. Ja, also Alkohol, Nicht da gut. kann man jetzt nichts sagen, selbst Schuld, weißt du? Ne? So, Ja, ich hätte ja besonders ich eigentlich wusste, was wir Mitleid. heute Oh, machen. Freddy. Ich wusste ja, was wir heute Oh machen. Gott, ich bin auch nicht ready. Schöne Witze übrigens. Wie geht's dir? Gut? Mir geht's auch gut. Tun wir so das, ob es uns gut geht oder geht es uns auch nicht Nee, gut? wir antworten übel ehrlich. Okay. Also, wie geht's dir? Schwierige Situation gerade. Eigentlich, also so von Tag zu Tag gut im Großen und Ganzen, Ja. aber eher so Medium, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe wohl, was du meinst, ja. Aber wenn ich so einen Schritt zurücknehme und immer so am Ende der Woche mal auf die Woche gucke, fehlt irgendwie was oder es ist noch viel zu tun. Boah, das ist voll surreal, weil du so, dich so übel weiterentwickelt hast, gerade was das angeht. So, du hast jetzt so Wochenenden, du hast so voll den Plan. Ihr macht so jeden Tag so 3 Videos, keine Ahnung, gefühlt. So richtig Struktur. Alles ist so übel schön eingerichtet. War voll anstrengend. War voll anstrengend und trotzdem hast Hat du noch sich nicht. gelohnt. Nee, es sind halt dann, wenn du anfängst, die oberflächlichen Sachen dir fertig zu machen, die mit Geld fertig zu machen sind, Ja. dann fängst du an den richtig schwierigen Sachen irgendwann anzukommen. Und da bin ich gerade. I Und feel wenn die you. geregelt sind, die richtig schwierigen Sachen, dann geht es mir, glaube ich, ehrlich gut. Aber es ist ja eigentlich ganz gut, dass du dann an dem Punkt angekommen bist, dass du zumindest weißt, woran du noch arbeiten kannst und Ja. jetzt dann keine andere Wahl mehr hast. Du kannst nicht noch Ja, einen Raum genau. Ja, einrichten, du genau. kannst nicht Ja. noch mal Leider neue läuft Formate erfinden. so Es gut. läuft leider Leider gerade so läuft so gut. gut, dass man irgendwann jetzt alles abgearbeitet hat, was Jetzt mit musst du Geld mal zu was kaufen war. anderen, an anderen Dingen arbeiten. Was ich gut finde, ich finde, du solltest das machen. Ja, Dito, du bist mir da auf jeden Fall schon einen guten Schritt voraus. Aber das hat ja auch seinen Weg auf sich. Weil ich da Ja. von außen gesehen habe, dauert und ist auch nicht echt immer so schön. Aber mir geht es jetzt auch sehr gut, Das ist tatsächlich. gut. Ja. Glaubst du an Schicksal oder ist alles reiner Zufall? Boah, krass, dass du es lesen konntest. Alles ist vorbestimmt. Ich bin so ein übelster Verfechter davon. Ich liebe das voll, mir vorzustellen, dass alles einfach schon so. Also im Prinzip ist ja auch, wenn du Zeit so anguckst, ist ja alles schon passiert. So Zeit ist ja so. Zeit ist relativ. Und alles, was du machst, ist eigentlich schon passiert. Alles, was in der Vergangenheit ist, ist auch das, was jetzt ist. Und alles, was in der Zukunft ist, passiert auch jetzt. Und eigentlich passiert alles gleichzeitig. Und es ist, ja, alles ist Schicksal. Schicksal ist vielleicht das falsche Wort, aber alles passiert so, wie es passieren soll. Voll der schöne Zufluchtsort, ne? Voll Wenn man da so geil. drüber nachdenkt, Ja. so ja, wird aber auch besser. Ja, So, eben. weil Es geht schon in die Richtung, wo Schicksal es nicht heißt immer, bleiben es wird soll. irgendwie ganz gut. Ich Ja. weiß nicht, ob ich das so unterschreibe. Ich glaube, beides ist komplett beschissen. Aber ich glaube an Schicksal, wenn es richtig schlecht ist gerade, einfach nur damit einen das aufbaut. Ja. Und ansonsten sage ich schon echt Du hast deine Hand. viel zufällig einfach passiert, wo ich sage, Ach so. also auch ich sage das jetzt nur auf die Arbeit bezogen. Ich glaube, bei der Arbeit ist es super oft so, dass sich das auch anfühlt wie Zufall und nicht unbedingt aus einem Schicksalsgrund. Weißt du, weil das bringt mich dann persönlich, glaube ich, nicht weiter manchmal beruflich. Und da würde ich dann zum Beispiel sagen, sind super viele Zufälle. Wenn Schicksal ist bei mir keine Arbeit, das müsste Okay. dann wieder zugeflogen kommen, dann hätte irgendwie, keine Ahnung, Dagi vor der Tür stehen müssen und sagen, ich bin jetzt Single und will dich heiraten. Das wäre dann so Schicksal gewesen. Schicksal verbinde ich so mit einfach, obwohl Mit es so das Bullshit. Ja, krassen. genau. Ja, okay. Oder so Mila Kunis, die sagt, du siehst Ja, aus wie okay. Ashton Kutcher, mach mir noch ein Baby. Okay. Was hast du dieses Jahr erreicht und was hat dich geprägt? Weil es ist ja fast schon zu Ende des Jahres, das müssen wir jetzt auch mal darüber reden. Alle machen schon so 2019 Reviews und ich Alle denke so, machen wir schon so haben schon. Merch. Schon so Merch. Jetzt wieder Ende des Jahres. Ich muss auch Merch machen. Hallo. Ich habe, boah, 2019 war crazy. Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie so bis Sommer dachte ich so, irgendwie ist nichts passiert. Und ich habe auch keine Ahnung, was Anfang des Jahres passiert ist. I don't know. Ist irgendwie nicht passiert. Einfach das Jahr ist einfach, da war nichts. Ich weiß nicht, was haben wir gemacht? Was war Anfang des Jahres? Wir haben eine Party gemacht. Die war ganz gut. Was für eine Party? Einweihungsparty, glaube ich. Hier? Cool. Weiß ich nicht Aber mehr. ansonsten ich sage immer, Da ich ist habe nichts passiert. Tagesfirmen, weißt du? Weil es zu viel ist, Ja, vergesse ich alles, alles. was passiert ist gestern. Ja. Liegt vielleicht auch am Alkohol. Zurückblickend, ich habe halt ein Atelier, ein eigenes.
bin ausgezogen aus dem Büro, was halt voll die richtig gute Entscheidung war und wo auch viel dran hing, so einfach. Finde mich selbst so ein bisschen mehr. Ich habe wieder viel mit Kunst gemacht, was mich sehr beeinflusst hat. Glaubst du, dabei bleibt's oder das geht weiter? Also sagen wir mal, deine erste Kunst, in die du dich verliebt hast, ist Bewegtbild. Die Kunst, in die du dich jetzt dadurch verliebt hast, ist wieder das klassische Bild von Kunst, sagen wir mal Zeichnung und Malerei. Glaubst du, es bleibt dabei oder denkst du, du gehst noch mal einen Schritt weiter? Also ich glaube, so ist es bei so kreativen Menschen, dass es immer weitergeht einfach. So, man will ja auch nicht stehen bleiben. Irgendwann ist es so mechanisch. Ja. Und du kannst, vor allem bei Kunst, kannst du gar nicht mehr wirklich funktionieren, wenn du immer dasselbe machst. Weil dann ist es nicht mehr emotional. Was hast dich beeinflusst? Ich glaube, da haben wir voll viel schon angerissen. Büro natürlich. Mhm. Der Aufbau von dem Büro. Mhm. Viel auseinandersetzen mit mir selber. Ich habe so ein bisschen angekommen Gefühl und das mag ich nicht ganz. Mhm. Weil Ankommen ist immer ein Fehler bei uns in der Szene. Ankommen heißt Zufriedenheit. Zufriedenheit heißt, du bist nicht mehr kreativ. Ja. Und daran probiere ich gerade wieder rumzuschleifen, was mich dann stört. Aber stören ist gar nicht negativ konnotiert, sondern ein guter Faktor, weil dann mache ich weiter und überdenke nochmal Sachen. Das hat mich auf jeden Fall geprägt und auch schon die Planung für nächstes Jahr, weil ich dieses Jahr einen Schritt mehr zu einer Person geworden bin, die ich immer sein wollte. Mhm. Das hat mir damals mein leiblicher Vater, leiblicher, wir haben ja unterschiedliche Väter, weiß man nicht. Hat mir der hat in Südafrika gewohnt und der hat immer zu mir gesagt, willst du das machen oder das machen? Und ich konnte mich nie entscheiden und das hat den so abgefuckt. Mhm. Meinte, wenn ich entweder oder sage und du hier alles machen kannst von den Sachen, dann antworte mir darauf und sag nicht, weiß ich nicht. Und das hat mich so geprägt, weil ich bin immer ein weiß ich nicht Typ. Ich nehm eher weiß ich nicht, anstatt eine Sache zu machen. Indem ich jetzt zwei Mitarbeiter habe, die ich bezahlen muss, ein Büro, weil ich bezahlen muss und. Habe ich mich den ganzen Tag. Ja. Und nichts macht mir mehr Bauchschmerzen, immer noch. Aber es wird weniger. Ja. Und das ist voll der gute Schritt, weil jetzt kommt zum Beispiel so ein Philipp, der hier mit im Büro ist, auf mich zu und sagt, Alter, du bist voll der Macher. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Und das ist so ein Kompliment, weil das ist was ich werden will, weil das irgendwann notwendig ist und du nicht dein ganzes Leben nur mit ich weiß nicht durchkommst. Ey, Facts. Das ist was ich auch unbedingt lernen muss. Und du kriegst so viel Selbstbewusstsein dadurch, weil du musst auch zu deinen Fehlern immer stehen. Ja. Wie oft versuchst du etwas zu verheimlichen? Boah, man verheimlicht schon viel, oder? Aber ich spreche, glaube ich, richtig häufig nicht das aus, was ich aussprechen könnte, aber ohne zu lügen dabei. Hm. Warum? Weil manchmal sind die Situationen nicht richtig, manchmal gibt es Dinge, die sind jetzt in dem Moment für mich die Wahrheit und was ich fühle. Hm. Und dann so zwei, drei Tage später oder zwei Wochen später denke ich so komplett anders darüber. Und hätte ich die Sachen damals ausgesprochen, wäre das vielleicht ein riesengroßer Fehler gewesen. So, manchmal muss man vor allem bei so impulsiven Dingen eher lieber mal ein bisschen was verheimlichen. Oder darauf rumdenken, das heißt ja dann nicht unbedingt verheimlichen, sondern eher nochmal das zurückziehen, um vielleicht zu sagen. Aber hast du Menschen, mit denen du trotzdem dann darüber redest? Weil das ist ja, glaube ich, gerade in einem größeren Kontext. Oder gibt es so für dich viele Sachen, die du nur mit dir selbst ausmachst? Nee, schon. Das meiste mache ich mit mir selbst tatsächlich. Bin ich sehr ähnlich, ja. Ja, ach, echt. Was auch nicht gut ist. Nee, überhaupt nicht gut. Das habe ich auch dieses Jahr gelernt, wie geil es ist, mit Leuten zu reden, über Dinge zu reden, einfach Sachen auszusprechen, weil du kommst irgendwann allein nicht mehr weiter mit manchen Sachen. Du bist so in deinen Gedankengängen und du siehst Dinge dann so, wie du sie sehen willst oder so, wie du sie sehen kannst. Und dann, wenn du eine andere Perspektive mit reinnimmst, why not? Gerade auch, wenn es um so Arbeitssachen geht. Total, wenn ich zu Hause sitze und denke, was mache ich für ein Video, dann könnte ich mir den Kopf schießen. So, es ist richtig schlimm, mir fällt nichts ein. Dann setze ich mich einmal mit Kelly hin und sage, boah, ich habe voll Bock, ein Video zu drehen, lass mal. Und auf einmal fallen mir 20 Dinge ein. Das ist ein gutes Format übrigens nach wie vor. Alle Leute, mit denen du das gedreht hast, haben bis dato gesagt, das wird ein richtig starkes Format. Ja, es ist auch einfach mega geil. Weil wir das alle brauchen. Ja. Ja. So Therapie-Session. Total, ja. Denkst du, du wärst anders geworden, hättest du dich damals anderen Freunden angeschlossen? Also so jetzt so in der Teenager-Zeit oder so? Auf jeden Fall. Ja, ne? Du auch? Nee, ich nicht. Nee? Ja, ne? Ich nicht. Bei mir war das so, ich war in so einer Clique mit so Girls und das waren halt so Girls. Also so, die waren halt so immer schön angezogen, immer schon mit Schminke und so und ich war halt ich. Ich war immer schon so, wie ich bin. So, ich habe immer schon gerne Boschikos. Sachen. Kumpelhaft, ja. Von dem voll viel immer als böses Nein, Ding, finde ich auch null. Das ist das Beste, was du machen kannst. So mit Leuten einfach so close sein, dass sie dich als Freunde sehen und nicht mehr als anderes Geschlecht oder. Aber die können ja nicht befreundet sein. Ja, geht doch nicht. Entschuldigung. Ja, weiß ich nicht. Ich war schon damals einfach immer so, ich habe immer mein Ding gemacht. Obwohl ich in diesem krassen Freundeskreis war, habe ich mich nicht denen angepasst. So. Deswegen glaube ich, dass ich, wenn ich, egal welche Freunde ich habe, dass ich immer trotzdem mich selbst bleibe und meinen Weg gegangen wäre, so wie ich den gegangen bin. Ich sage auf jeden Fall anders, aber auch nur, weil ich immer schon, ähnlich wie jetzt in der Szene, eigentlich ganz gut connected
war. Mhm. Ich mag es, viele Menschen zu kennen. Mhm. Und ich mag auch zu vielen Freunden, zu vielen Menschen schnell Freund zu sagen. So. Was nicht immer gut geht, aber zum 99% schon. Und ja. So bin ich halt charakterlich aufgestellt, dass ich gerne überall zumindest so ein bisschen Meinung drin habe und viel mitbekomme. Mhm. Da ähnlich mit meinen Freunden. Ich kannte alle Leute, die über uns in der Stufe waren. Und ich kannte zwei Stufen unter uns fast alle Leute. Also ich kannte bestimmt so 200, 300 Crazy. Leute in der Schulzeit. Die haben mich schon geprägt. Also ja. die waren alle sehr starke Charaktere. Und von denen dachte ich immer bis vielleicht auch zu diesem Jahr, dass ich abhängig bin. Oh. Weißt du, was ich meine? Auf welche Art und Weise? Weil ich die immer vorschiebe. Vor was? Alles, damit die falsch liegen können, damit ich es richtig mache. Oh. Versagensangst, weißt du? Und okay. Das habe ich dieses Jahr halt loslassen müssen. Deswegen auch der Schritt nach vorne, weil ich niemand vorschicken kann mehr. Wenn du da im UFO sitzt und alle gehen auf einmal und du sitzt dann da alleine und bist in deinem... Ich habe da mit Joanna letztens drüber geredet, weil mit eins der ersten Videos, was sie von mir gesehen hat, war das, es geht mir gerade nicht gut, ich brauche eine Auszeit-Video. Und das ist genau ein Jahr her. Und ich habe fast geheult, als ich das gesehen habe letztens, weil ich komplett jemand ganz anderen sehe. Ja, und das ist halt das so. Und das hat mich halt so emotional da getroffen, weil ich dann halt niemanden mehr hatte und mich zwanghaft damit auseinandersetzen konnte, mit was ich schon voll lange für andere bin, die sich dann vielleicht hinter mir verstecken. Und ich dann gemerkt habe, dass das ja selber sein kann. Weil ich habe ja auch schon viel erreicht, obwohl ich nur ein Nebendarsteller war, 5 Jahre lang. Sag das nicht so. Wann hast du das letzte Mal gedacht, du hättest einen anderen Job nehmen sollen? Never ever in my life. Ja? Seitdem ich weiß, dass YouTube jetzt mein Job ist, wäre ich doch dumm. Also klar, denkt man manchmal, boah, es wäre so chillig, wenn ich einfach so einen Job hätte, wo einfach mir jemand sagt, komm, mach jetzt das und das und das und dann machst du das einfach. Es wäre so entspannt, aber gleichzeitig auch voll nicht das, was ich brauche, einfach so. Ja. Und YouTube, dieses ganze Social-Media-Gedöns, das ist das Allerbeste, was mir jemals passieren konnte. Und es gibt, wenn ich so zurückgucke auf meine Kindheit, es gibt keinen anderen Weg, den ich hätte gehen können. Das ist der Weg, den ich gehen musste. Der war schicksalhaft. Ich wollte gerade sagen, Schicksal, ne? Ja. Das ist mein Weg einfach. Und ich habe noch nie daran gezweifelt. Noch nie. Ich schon in dem UFO-Ding. Ja? Ja, da war ich komplett irritiert von allem. Das, was mich bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen, am meisten abgefuckt hat, ist tatsächlich, und ich meine das null als Front, ich glaube, da hatte ich auch ein Beef mit dir zurzeit. Das habe ich dir noch nie gesagt. Das sage ich dir jetzt. Wir hatten mal Beef. Nee, kein Beef. Nee, ja, das war was mich geärgert hat. Aber ich assoziiere damit gerade dich. Es kann sein, dass du das nicht warst. Sebastian hat das nämlich super oft gemacht. Der ist reingekommen und da ist dieses ganze Projekt schon implodiert. Und dann hat Sebastian immer zu mir gesagt, du hast ja Depressionen. Und das kam aber aus einem ganz anderen Kontext. Oder du bist ja gerade traurig. Und das hat mich so wütend gemacht immer. Und ich kann mich eher daran erinnern, dass ihr zusammen mal reingekommen seid und du dann auch meintest, ja, du bist so traurig. Und das hat mich so sauer gemacht die ganze Zeit. Aha, so aus so einem Kontext, weil es gibt eine Sache, mit der ich nicht gut klarkomme, also gar nicht gut. Und das ist, wenn mir jemand anders sagt, wie ich mich fühle gerade. Und das hat einfach Sebastian immer gemacht. Jeden fucking Morgen. Und da habe ich das erste Mal hinterfragt, weil ich mir dachte, ist es das wirklich, wenn ich dann so auf andere wirke? Ja. Also ich wusste nicht, wohin, weil ich habe Studium abgebrochen und bin direkt da reingerutscht. Ich habe halt noch nie einen anderen Job gehabt, in Praktika, ne? Aber das zählt halt nicht. Und dann mal richtig unter jemanden zu arbeiten, vielleicht auch in der Kreativbranche, dachte ich mir auch, ja, wenn es eine Agentur ist und man muss Ideen pitchen und so und das dann ausarbeiten, das könnte ich bestimmt auch sehr gut. Aber dann wäre ich höchstwahrscheinlich auch so unbefriedigt, dass ich mich wieder in eine Führungsposition arbeiten würde, ja, damit ich nicht mit jemandem... Über dir arbeiten musste. Ja. Einfach umgedreht. So einfach mal rausgeguckt. Das ist aber diese Formate, vergiss, dass du drehst. Du redest einfach nur noch. So, ich finde das auch schön, dass wir zueinander gucken und die nur zuhören. Ja, ich will ja auch mit dir reden. Nee. Sieht so geil aus. Guck's einfach weg. Das ist sie einfach komplett weggedreht. Das ist der Impuls gerade in mir zu sagen, dreh dich um. Bitte. Okay, ich drehe mich wieder um. Ich mache meinen Stuhl auch wieder Nein, hoch. Gott. Wie wünschst du dir, nach deinem Tod in Erinnerung zu bleiben? Ich fände es voll schön, wenn ich sterbe, so tot irgendwann, alt. Mhm. Alt, richtig alt. Bei meiner Beerdigung kommen so Leute, die so jetzt in meinem Leben stattfinden, aber vielleicht nicht für immer Teil meines Lebens sind. Weil ich würde voll gerne so, ich tauche immer manchmal in Leben von Menschen auf für eine gewisse Weile und helfe denen bei irgendwas. So, wenn es denen gerade nicht gut geht, dann helfe ich denen bei irgendeinem Problem, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und dann irgendwann verliert man den Kontakt einfach wieder. Das fände ich richtig schön, wenn ich für viele Menschen einfach so ein Wegbereiter war. Das fände ich cool. Oder ein guter Gedanke. Ein guter Gedanke, auch mit den YouTube-Videos, das Gleiche. So voll viele Zuschauer, die gucken mich jetzt und wissen jetzt,
wenn ich das jetzt gucke, dann bringt mir das irgendwas. Und dann, weiß ich nicht, in einem halben Jahr gucken die meine Videos nicht mehr, aber die erinnern sich immer an die Zeit zurück und denken so, boah, damals ging es mir in der Situation nicht so gut und dann habe ich die Videos geschaut und es hat mir irgendwie was gegeben, ich wurde kreativer, ich habe irgendwie was gemacht, ich habe mich verstanden gefühlt. Das fände ich, glaube ich, cool. Und dann könnt ihr alle zu meiner Beerdigung kommen. Du in Erinnerung. In Erinnerung, so wie mein Opa. Ja? Weil alle zu meinem Opa immer sagen, das war ein ganz großer, weißt du, was ich meine? Und die sind alle immer stolz auf den, auch wenn die nur teilweise was mit dem zu tun haben. Das hört sich total protzig an vielleicht, möchte ich aber gar nicht. Das ist auch eher aus so einem Helfer-Ding. Ich möchte helfen, was Schönes schaffen und am Ende des Tages Leute happy machen und Leute weiterbringen. Mein Opa war halt, der hat allen Leuten gezeigt, wie was geht, immer geholfen, nochmal angepackt und so. Und ein Arbeitstier und sich dadurch halt was erarbeitet, um dass Leute ihm sagen können, das war einer von den ganz Tollen, die ich gerne um mich rum hatte. Da bist du aber auf dem besten Weg, weil du einfach Dankeschön. Alles lernst. Also Dankeschön. Ja, ja, also das ist das Ding. Halt so viel. Das, was ich, genau, das, was ich gerade immer gut finde oder was immer mein größtes Kompliment ist, wenn hier Leute durchgehen und mir immer sagen, boah, hier ist so ein gutes Klima. Hier ist so entspannt, hier bin ich einfach gerne. Ich bin auch wir haben, ja, das ist so wichtig. Dankeschön. Das ist wirklich momentan mein A und O. Und damit hat man schon jetzt, zumindest auf nur dem Jahr, schon so viel erreicht bei so vielen Leuten, dass das immer, zumindest nur wenn alles im Bach runtergeht, nächstes Jahr, whatever, ne, war das trotzdem das Jahr, wo alle sagen, boah, da war so chillig. Ja, und dafür, das ist das. Einfach nur, dass Leute, dass fremde Menschen und vor allem meine Menschen, die dann in meinem Umfeld sind, stolz sind auf das, was ich gemacht habe und das, was ich erreicht habe. Ich bin sehr stolz auf dich. Jetzt schon, weil du hättest den einfachsten Weg gehen können. Du hättest dich einfach Bin ich ja 5 Jahre. Jetzt nicht mehr. Jetzt ging es nicht mehr. Ja, aber du hättest noch einfacher den Weg gehen können. Ja. Du hättest den so fucking einfach gehen können. Ja. Und du hast dich dazu entschieden, das nicht zu machen und das, diese ganze Scheiße hier durchzuziehen. Ja. Und das ist übel stark. Und da allein deswegen sind wir alle schon übel stolz auf dich auf jeden Fall. Sheesh. Ich kann es nicht ernst nehmen. Ich weiß. Ich komm nicht mit sowas klar. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass ich dabei sein durfte. Endlich war ich in einem guten Format. Ja. Endlich war es mit Inhalt. Oh. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir kommen wieder bei inhaltsloser Scheiße. Shawty can lose you. Shawty can lose you. Shawty can lose you. Shawty can lose you. Oh my God. 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 Shawty can lose you.